Donnerstag, 16. Juni, der 13. Tag. Heute bis nach Anderlo in Südtirol etwa 330 Kilometer. Wie immer Aufbruch so etwa um 9 Uhr. Bis Parma eine sehr schöne Strecke, dann aber flott auf die Autostrada und im Eilzugstempo durch die Po-Ebene. Runter vom Bandl in Brescia, etwa eine halbe Stunde Verkehrsgewühl und dann ein Verschnaufpausal am Lago d'Idro kurz vor Anfang. Durch wunderschöne Gegenden, wie zum Beispiel die Ortschaft San Lorenzo und über eine Gebirgsstraße mit atemberaubenden Ausblicken bis zum Lago di Molveno. Zuerst ein Fotostopp und dann noch etwa 7 Kilometer bis zu unserem Ziel nach Anderlo. Den örtlichen Campingplatz habe ich schon etwa vor 12 Jahren heimgesucht, habe aber keinen Platz bekommen und es war ein Riesenumweg damals. Ist aber diesmal kein Problem und bald steht unsere Hütte am Campeggio Anderlo auf Platz Nummer 49. Jetzt muss ich aber noch von einem Erlebnis der besonderen Art berichten. Da breche ich, nachdem wir die Hütte aufgestellt haben, mit der Mopetten, mit einem leeren Koffer, zu einer Bierbeschaffungseinkaufstour auf, war aber dann eh erfolglos, weil am Donnerstag hat da überhaupt nichts offen und habe vorhin am Campingplatz meinen Hut, natürlich unabsichtlich, auf einen Ameisenhaufen gelegt. Und die Gefraster krabbeln mir jetzt übers Gesicht, während dem Mopedfahren. Also wirklich, ich habe einen Auszug gekriegt. Zum Trost gehen wir eben zu Fuß in die Ortschaft, werfen eine Pizza ein, kippen dazu ein oder zwei Paulaner und alles ist wieder gut. Zurück am Campingplatz noch ein Bierle zum Drüberstreuen im Campingbeisel und dann sinken wir bald in Morpheus Arme.